Und nun, denke ich, sind wir soweit, dass wir den Wahlgang eröffnen können. Ich bitte um die Abgabe Ihrer Stimme und übergebe wieder an das Wort an unsere Moderatorin, Frau Samrotzki. Ja, herzlichen Dank, Yvonne Magwas. Ich muss gestehen, für mich kommt jetzt eigentlich das Lieblingsthema des heutigen Tages. Ich freue mich sehr auf ein nachhaltiges Duett mit Julia Klöckner. Sie steht schon neben mir, frisch bestätigt als Parteivorsitzende. Und sie ist natürlich, das wissen Sie, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Und ihr Gesprächspartner wird sein Hans-Georg von Marwitz, von der Marwitz, langjähriger Bundestagsabgeordneter und seit 2019 Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände. Hallo, Frau Klöckner. Hallo. Ich möchte kurz darauf hinweisen, das sieht man jetzt nicht. Sie haben ein wunderbar grünes Kleid an mit braunen Stiefeln. Das heißt, das Thema Wald ist hier verkörpert. Kann man so auch sehen. Kann man so sehen. Aber wir vor allen Dingen verkörpern wir es mit Inhalten und mit Programmen und bringen den Wald vor. Und ich blicke immer mal auf meinen Laptop jetzt hier, da ich auch Delegierte bin. Und mit Abstimme. Also, das heißt, wir machen das gerade parallel, weil genau. Also in der Soziologie würde man sagen, Frau Klöckner hat gerade einen Interrollenkonflikt. Zum einen ist sie Delegierte und möchte natürlich mitgestalten. Und zum anderen ist sie jetzt gerade einer meiner Gesprächsgäste. Aber sie ist ja nicht alleine. Und weil Frau Klöckner gerade bestimmt Wichtiges eingibt, fange ich doch vielleicht an mit Herrn von der Marwitz. Hallo, Herr von der Marwitz. Sie hören mich prima, oder? Ich sehe Sie gut und ich wette, gleich höre ich Sie auch gut. Herr von der Marwitz, im vergangenen Jahr, oder vielleicht fangen wir doch an mit Ihrem Verhältnis zum Wald. Wie wird man Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Waldbesitzerverbände? Bis man Wald besitzt, muss man ja auch eine besondere Beziehung zu ihm haben, oder? Herr von der Marwitz, können Sie mich hören? Das sieht gerade nicht so aus. Herr von der Marwitz, da müssen wir noch mal gucken, die Technikkollegen, was da gerade klemmt. Haben Sie gewählt, Frau Klöckner? Ja. Gerade mal eben? Ich habe gewählt. Super, toll. Dann würde mich interessieren, den Deutschen wird nicht nur seit den Brüdern Grimm ein besonderes Verhältnis zum Wald nachgesagt. Vielleicht fangen wir persönlich an. Bedeutung des Waldes für Sie persönlich, aber natürlich auch, wir sind ja beim CDU-Parteitag, für die Partei. Was heißt das, Wurzeln geben? Wie übersetzen Sie das in der CDU? Naja, wir haben viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Es kommt ja heute kaum eine Rede ohne das Wort Nachhaltigkeit aus. Aber die wahren Nachhaltigkeitserfinder, das sind die, die mit Bäumen umgehen, die Forstleute, die Waldbesitzer. Denn das heißt, heute an morgen zu denken, etwas zu tun, ohne dass ich heute selber den Vorteil davon habe. Also heute einen Baum zu pflanzen, ist was Besonderes, weil man an die kommende Generation denkt. Was bedeutet Wald für mich persönlich? Ich bin ein Kind des ländlichen Raumes, ich komme aus der Landwirtschaft. Natürlich ist Wald Heimat. Wald verändert sich, er ist einem riesen Stresstest ausgesetzt. Unseren Wäldern geht es richtig schlecht. Aufgrund von Dürre, aufgrund von Sturmschäden, aufgrund des Borkenkäfers. Und wir haben gestartet jetzt als Bundeswaldministerium das größte Wiederaufforstungsprogramm in der Geschichte dieser Bundesrepublik. Und ich bin auch sehr dankbar, dass die CDU, dass Paul Ziemiak, dass wir alle gemeinsam auch als Christdemokraten das als Programm aufgenommen haben und Zukunft pflanzen und es auch einen CDU-Zukunftswald geben wird. Nicht digital, sondern sehr real. Und ein letzter Punkt, warum brauchen wir den Wald? Er ist unsere grüne Lunge. Und der Wald filtert nicht nur Luft, Wasser, er ist Heimat für Fauna und Flora, er ist Erholungsraum, er speichert CO2. Und hätten wir unseren deutschen Wald nicht, hätten wir 14% mehr CO2-Ausstoß. Also, wer Klimaschutz will, muss die Wälder schützen. Aber es geht um auch Waldnutzung, nachhaltige Waldnutzung und Bewirtschaftung. Das ist wichtig und deshalb unterstützen wir auch Waldbesitzer. Mhm. Ich möchte noch mal ein bisschen nachfragen. Sie haben vorhin vom CDU-Wald gesprochen. Wie darf ich mir das vorstellen? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht ein paar Quadratkilometer, die ich besuchen kann. Da ist ein Schild CDU-Wald, sondern das ist nachhaltig verteilt, oder? Sowohl als auch. Ah, ja. Also das heißt, dass wir in den Kreisverbänden, zum Beispiel auch bei uns in der CDU Rheinland-Pfalz, hat Christian Baldauf ausgerufen, 4 Millionen Bäume für 4 Millionen Rheinland-Pfälzer. Also nahezu jeder Kreisverband pflanzt proaktiv Bäume. Wir mit dem Hashtag auch dann Zukunft pflanzen, dem Morgen starke Wurzeln geben. Und Paul Ziemiak hat zusammen mit der Bundesgeschäftsstelle ein Stück Erde ausfindig gemacht in Niedersachsen, wo wir wirklich Bäume pflanzen.
und auch sehen können, wie Zukunft wächst. Und wir haben natürlich eine Herausforderung, dass die Bäume klimaresilient sind, dass sie angepasst sind natürlich auch an den Klimawandel. Und dazu brauchen wir auch entsprechende Forschung. Und das machen wir auch als Bundeswaldministerium. Mhm. Vielleicht können wir darauf noch mal ein bisschen gucken. Dass man hat die Bilder quasi vor Augen, wie sie vielleicht mit Gummistiefeln Baum pflanzen. Und Herr Baldauf macht das Gleiche. Aber es geht ja nicht um Folklore, es geht tatsächlich um Zukunft. Das ist ein gutes Bild, was Sie wirklich nutzen, stimmt. Also es geht nicht darum, irgendwie Folklore, also das ist eine Wissenschaft auch. Also die Forstwissenschaft und auch die Forstleute, die Waldbesitzer oder auch wenn wir sehen, die Kommunen, die kommunalen Waldbesitzer oder auch wir haben ja auch Staatsforsten, da spielt es immer eine Rolle, dass wir nicht auf Kurzfristigkeit setzen, sondern wirklich etwas pflanzen, was morgen trägt und wovon Kinder und Enkelkinder was haben. Mhm. Dankeschön. Nehmen wir mal Herrn von der Marwitz mit rein. Ich glaube, jetzt klappt es mit der Technik. Sie hören mich, oder, Herr von der Marwitz? Ich höre Sie sehr gut, ja. Toll, und wir Sie auch. Das freut mich. Hallo, schön, dass Sie da sind. Dass ich hier mit dabei sein kann. Jetzt möchte ich mal kurz noch gucken. Sie haben so eine schöne blaue Wand, die gucke ich mir gerade an, bevor ich dann wieder in die Kamera gucke. Aber das ist zu schön, als dass ich das ignorieren wollte. Sieht schön bei Ihnen aus, Herr von der Marwitz. Im vergangenen Jahr wurde der Wald mit 1,5 Milliarden Euro unterstützt. Da kann man sagen, ganz schön viel Holz. Man kann aber auch sagen, der Wald, der braucht doch viel mehr, weil er eben so viele verschiedene Aufgaben für die ganze Gesellschaft übernimmt. Als grüne Lunge, als Naherholungsgebiet. Und natürlich ist er auch ein echter Wirtschaftszweig. Da verlassen wir jetzt das romantische Brüder Grimmland als Baustoff- und Energieträger. Wie kann man nachhaltige Nutzung von Holz fördern? Also erst einmal war das schon ein wunderbarer Aufschlag 2019 und 2020. Einmal diese 800 Millionen, die mit GAK in die Wälder geflossen sind und zum Zweiten das Konjunkturprogramm, das uns nochmal weitere 700 Millionen zur Verfügung gestellt hat. Das war schon ein sehr, sehr wichtiger Beitrag in einer Zeit der Not. Wir haben 2018, 2019 enorm viele Abgänge gehabt in den Wäldern durch die verschiedenen Kalamitäten, die heute schon angesprochen wurden. Und ich bin sehr, sehr dankbar dem Ministerium, aber auch der Fraktion, der CDU, CSU, dass sie alle miteinander erkannt haben, wie wichtig es ist, dass dieser systemrelevante Wirtschaftsfaktor Wald in den Mittelpunkt gerückt wird. Ja, und Sie sagen es wohl zu Recht, der Wald ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wenn Sie überlegen, dass im Cluster Forst und Holz über 180 Milliarden Umsatz gemacht werden, dass wir über 1 Million Beschäftigte dort haben, dass wir über 125.000 Betriebe haben, die weniger als 9 Mitarbeiter haben, die schwerpunktmäßig nach wie vor in der CDU, CSU verortet sind, dann ist es einfach wichtig, dass wir diesen Wald dann auch in die nächste Generation, und Sie haben es vorhin so schön gesagt, Kinder und Kindeskinder letztlich auch noch von diesem Wald profitieren. Und insofern sind wir sehr dankbar, dass jetzt auch über die Diskussion der Ökosystemleistungen gesprochen wird. Also in der Diskussion, dass man überlegt, wie können wir langfristig den Klimawandel, der die Wälder einerseits schädigt, aber andererseits ist er dann eben auch die Antwort. Der Wald ist auch die Antwort auf diese Dramatik. Wie können wir den Wald so umbauen, dass er dann eben auch in den nächsten Generationen einerseits für die Ökosystemleistung, aber andererseits auch für das Wirtschaftsgut Holz zur Verfügung steht. Mhm. Die Frage, es war eher ein rhetorisches Mittel bei Ihnen, wie können wir den so umbauen? Aber das würde ich gerne noch mal vertiefen, Frau Klöckner. Der 1 Hektar Wald kompensiert 8 Tonnen CO2. Also es liegt auf der Hand, wie dringlich wir den brauchen. Und wie kann man mit Wald- und Forstpolitik diese Klimafunktion des Waldes unterstützen? Erste Säule ist Forschung. Zu wissen, welche Baumarten an welcher Stelle am besten geeignet sind. Also auch die Ausbildung. Wir brauchen die grünen Berufe im Wald, ganz klar. Zweiter Punkt ist Holzverarbeitung und eben dieses Polarisieren aufgreifen. Also ganz viele, die meisten mögen hier Möbel aus Holz oder Mama ist umgekehrt, die mögen den Baum und mögen Möbel aus Holz, aber dazwischen drin, das wollen sie irgendwie nicht, dass die Bäume gefällt werden. Aber eine aktive, verantwortungsvolle Holzbewirtschaftung ist wichtig. Und weil hier dauerhaft CO2 gespeichert wird und deshalb bauen mit Holz und vieles andere auch, das ist auch wichtig. Dritter Punkt, wir müssen die unterstützen, die den Wald bewirtschaften und auch pflegen.
Und das geht mit zum Beispiel einer Flächenprämie, die wir jetzt ausgezahlt haben, die sehr schnell angekommen ist vor Ort. Das geht damit, was Hans van der Marwitz sagte, zum Beispiel, dass wir die CO2-Bindeleistung mit einem Plus versehen. Das heißt, dass das honoriert wird, weil wer emittiert, bekommt ja ein Minus, muss was zahlen. Also insofern, das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt, wir müssen Schädlinge bekämpfen. Das will ich auch sehr deutlich sagen, denn wenn wir nur in der Romantik leben, dann wird der Wald nicht überleben. Und wir sehen, wie zum Beispiel der Borkenkäfer wirklich massive Schäden anrichtet. Und wir haben invasive, also wir haben eingeführte, auch neue Krankheiten. Und aufgrund des Klimawandels, das ist eine Herausforderung. Und deshalb habe ich auch eine eigene Abteilung für das Thema Wald bei mir im Ministerium. Mhm. Ich fand gerade sehr interessant, dass Sie sagten, die Leute mögen den Wald und die mögen die schöne Tischplatte, aber die mögen nicht das dazwischen. Herr von der Marwitz, darf ich Sie kurz noch fragen, erleben Sie das auch so, dass Förstern vielleicht ähnliches Misstrauen entgegengebracht wird wie Jägern, dass man sagt, ihr macht da ja was kaputt, was wir doch so schön finden? Und wäre das dann nicht eine Aufgabe, die man vielleicht noch verstärken muss, die Kommunikation über den Nutzen des Waldes, gerade auch indem man ihn nutzt? Ja, das ist sehr richtig. Vielleicht sind wir noch nicht ganz in dieser zum Teil sehr harten Diskussion, wie sie zum Teil die Jäger erleben. Der Wald ist für viele im Moment natürlich Sehnsuchtsort. Ja, das haben Sie gerade angesprochen. Aber wir müssen sehr deutlich sagen, dass es eben auch ein ganz wichtiger Wirtschaftsstandort ist, den wir haben. Und den gilt es sozusagen mit den Interessen des Umwelt-, des Naturschutzes, letztlich auch der Klimaveränderung in Einklang zu bringen. Und da ist ja nun auch schon sehr viel angesprochen. Wir müssen die Baumartenwahl so im Blick behalten, dass dann auch in den Mischwäldern, die wir jetzt in Zukunft verstärkt ins Visier nehmen, das ist das, was wir für die weitere Zukunft eben auch propagieren, dass wir sagen, ja, vielfältige Baumartenwahl, das hat Frau Klöckner schon gerade angesprochen, aber bitte, wir müssen auch immer wieder darüber Gedanken machen, wo wird das Holz genutzt? Und wenn ich jetzt mal sehe, gerade Nadelholz hat die höchste stoffliche Nutzung, also 80% des Nadelholzes, es geht in die stoffliche Verwertung und nur 20% in die thermisch-energetische. Bei Laubholz ist es zum Beispiel umgekehrt. Da liegen wir bei 20% stofflicher Nutzung und 80% energetischer. Trotzdem ist es dieses Zusammenspiel nachher der Zukunftswälder, dass wir die Ökosystemleistung, aber auch die Nutzung in einen Einklang bringen. Und das ist wichtig das ist. Und es ist eben ein Thema des Werden und Vergehens. Damit muss man sich auch mal auseinandersetzen. Bäume sind angepflanzt und wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, dann sind sie eben auch erntbar. Das hat nichts mit Frevel zu tun, sondern eigentlich mit der ganz natürlichen Herangehensweise. Und wenn wir daraus Produkte produzieren, in denen langfristig das CO2 gespeichert ist, dann haben wir sehr, sehr viel für die Umwelt erreicht. Dankeschön, Herr von der Marwitz. Vielen Dank, liebe Frau Klöckner. Ich finde, wir haben jetzt sehr poetisch angefangen mit den Brüdern Grimm und Sie haben philosophisch aufgehört, vom Werden und Vergehen gesprochen. Und Sie haben aber auch beide sehr deutlich gemacht, Forstwirtschaft ist auch Forstwissenschaft. Und da geht es nicht nur um Schönes, was wir gern haben, sondern da geht es um etwas, was wir alle zum Leben dringlich brauchen. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Liebe Frau Klöckner, ich glaube, Ihre Stimme ist da drüben angekommen beim Tagungspräsidium und deshalb gebe ich jetzt auch noch mal an Yvonne Mack was. Frau Klöckners Stimme wurde hoffentlich gezählt und Sie verraten uns, was mit dem Präsidium ist. Dankeschön. Gerne.